Der Weihnachtsmann saß in seinem Haus mitten im Wald. Es hatte sehr geschneit. Mit dem Schlitten konnte er nicht fahren. Er musste alles selbst tragen. In diesem Jahr hatten sich die Kinder schwere Sachen gewünscht. Bücher, einen Kassettenrekorder und hier Schlittschuhe für Julia und ein Videospiel für Felix. Er legte alles in seinen großen Sack. Dann zog er die Stiefel an und ging los. Draußen fielen dicke Schneeflocken. Aber der Weihnachtsmann kannte den Weg. Er seufzte. Früher wünschten sich die Kinder Äpfel und Nüsse. Damals war der Sack leichter. Da das Haus des Försters. Endlich eine Pause. Der Weihnachtsmann stellte den Sack vor der Tür und klopfte. Der Förster freute sich über den Besuch. Sie tranken gemeinsam einen Weihnachtspunsch und erzählten sich Neuigkeiten aus dem Wald. Der Wolf hatte Hunger. Nirgends Futter, auch kein Hase zu sehen. Ah, vor dem Haus des Försters stand ein Sack. So schwer, das ist bestimmt Futter drin. Es wurde Zeit. Der Weihnachtsmann musste gehen. Was war das? Der Sack war weg. Und hier Spuren im Schnee. Der Wolf saß unter der großen Tanne und war traurig. Kein Futter im Sack. Warum wünschten sich die Kinder nicht frisches Fleisch oder eine dicke Wurst? Der Förster und der Weihnachtsmann gingen den Spuren nach bis zur alten Tanne. Da stand der Sack. Und alle Geschenke waren noch da. Ein Glück. Viele Tiere standen um den Sack herum. Das Wildschwein, das Reh, der kleine Fuchs und hinter dem Baum der Wolf. Der Förster hängte Möhren und Äpfel für die Tiere an einen kleinen Baum. Dann legte er Heu und Eicheln darunter. Ein richtiges Weihnachten für Tiere. Und der Weihnachtsmann nahm seinen Sack und machte sich auf den Weg zu Julia, Felix und den vielen anderen Kindern. Das Weihnachtsfest konnte beginnen.